Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de mal wieder. Seid willkommen mal wieder in einem neuen Video. Habt ihr unser letztes Video gesehen, wo wir die Challenge beendet haben? Ich finde, das Video ist eigentlich ganz geil geworden. Sonst geht nochmal ein Video zurück und schaut euch das an. Finde ich, ist sehr, sehr toll. Und ich muss auch nochmal sagen, Kitchen Granny, vielen Dank, dass du uns nominiert hast dazu. Hat viel Spaß gemacht. So, jetzt aber neues Projekt. Heute wollen wir einen Hähnchen-Avocado-Salat machen. Der wird so halbwarm und kommt natürlich noch ein bisschen mehr als nur Hähnchen und Avocado rein. Lass uns einfach mal starten. Ich bin mal wieder dabei, hier eine kleine Chili klein zu schneiden, weil die brauche ich gleich zum Marinieren von meinem Fleisch. So, noch ein bisschen feiner. Hacken wir das noch ein bisschen feiner. Ich werde als erstes mein Fleisch, normalerweise nehmen wir Hühnerfleisch dafür, Hühnerseitenfilets, die habe ich aber jetzt gerade nicht. Deshalb, wir haben noch so ein bisschen Putenfleisch zur Verfügung. Das nehme ich mir jetzt. Das Putenfleisch, das ist schon klein geschnitten, das tue ich jetzt gleich hier in meine Schale. Zum Marinieren tue ich in meine Schale so ein bisschen Ketchup-Manis, ein bisschen Sojasauce, und ungefähr die Hälfte von meinem Chili, was ich mir hier klein geschnitten habe. So. Das Ganze rühre ich jetzt so ein bisschen durch, damit das schön gleichmäßig ist, und dann tue ich da mein Fleisch zu. Und dann soll das natürlich auch alles schön benetzt sein mit meiner Marinade, und dann kann ich das gleich zur Seite stellen. Meine kleingeschnittene Chili, den Rest tue ich mir hier schon mal in eine große Schale. Ich habe eine schöne Mango, die ist reif, die werde ich jetzt mal eben schälen. So, jetzt schneide ich mir hier unten eine Standfläche rein. Kann ich sie mir schön hier hinstellen, und dann kann ich hier schön am Kern vorbei runterschneiden. Ich schneide das jetzt einfach hier nur in Würfel runter. So, ich habe das jetzt hier schon mal schön klein geschnitten. Ich tue das einfach schon mal in meine Schüssel zu dem Chili dazu. Die Avocado schneiden wir jetzt mal schön auf. Ha, da fällt mir doch schon der Kern entgegen. Das habe ich ja noch nie gehabt. Toll. Und dann lösen wir das jetzt mit dem Löffel da raus. Vorführeffekt geht natürlich heute nicht. Normalerweise kann ich das. Aber ich habe ja noch eine zweite Chance. Nummer zwei. Voilà, genau. So, die nehmen wir jetzt einfach nur und schneiden die in Streifen runter. Nicht so mega dünn, so dass sie uns halt nicht gleich zerfällt. Die hier ist verhältnismäßig reif. Wenn die noch ein bisschen fester ist, ist gar nicht so schlecht. Ich tue jetzt ein bisschen von meinem Reisöl hier hinein. Man kann aber auch mit Sicherheit viele andere Öle nehmen, zum Beispiel auch ein Olivenöl. Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Das erhitze ich mir jetzt. So, jetzt tue ich meine Avocado hier einfach schön ins heiße Fett und brate die ein wenig an. Ich schäle mir mal eben meine Karotte runter. Ich schneide meine Karotte halt in lange Stifte. Also erstmal in solche Streifen. Dann schneide ich sie mir hier so runter. Und dann schneide ich es einfach hier so runter. Und dadurch entstehen halt so schöne Stifte. Die sind jetzt ein bisschen kräftiger, aber wir wollen ja auch ein bisschen was im Mund haben und ein bisschen Textur spüren. Ich habe meine Avocado jetzt schon einmal umgedreht. Ein bisschen Pfeffer.
schon ein bisschen Salz, aber nicht zu viel, weil nachher kommt dann noch ein bisschen Sojasauce rein und die bringt ja auch noch verhältnismäßig viel Salz mit. Meine Avocado tue ich jetzt hier schon mal schön angeröstet mit zu meiner Mango und dem Chili. Kommen jetzt meine Karotte, die klein geschnitten ist, kann man glaube ich gut sehen, kommt jetzt hier hinein und wird auch angebraten. Ich mache da jetzt wieder so ein bisschen Brandbeschleuniger ran. Ja, ein bisschen wenig Power hier gerade. Machen wir das mal ein bisschen größer. Und heute mache ich das nicht mit Zucker wie sonst, sondern heute tue ich da ein bisschen Gemüsebrühe rein. Die habe ich jetzt noch nicht aufgelöst, das löse ich jetzt gleich hier drin auf. Und dann gibt es halt einen herzhaften, pikanten Geschmack. Wir haben eine niedliche kleine Gurke uns gekauft. Die werde ich jetzt hier kurz mit reinschneiden, Ende abschneiden, schon passiert. Und jetzt schneide ich sie einfach dünn auf und dann kommt sie mit in meinen Salat. So, Gurke in kleine, dünne Scheiben geschnitten, ab mit in den Salat. Eine halbe rote Zwiebel nehmen wir uns, schneide ich einfach einmal runter. Die beiden Enden weg und einmal pellen. Wunderbar. Und dann schneiden wir auch die kurz dünn runter. Wasser ist verkocht. Mohrrüben haben noch so ein bisschen Biss, aber sind nicht mehr so knallerhart. Jetzt kommen die auch mit rein. So, Zwiebel haben wir klein geschnitten. Auch die wird noch kurz angeschmort. Beziehungsweise, ja, so ein bisschen glasig will ich die haben. Die Zwiebel haben wir jetzt mittlerweile schon in der Pfanne. Ich habe mir noch schnell ein bisschen Frühlingszwiebel geholt und schneide das jetzt auch noch eben schnell dünn auf. Und die werde ich dann noch kurz mit anbraten. Meine Zwiebeln sind jetzt fast glasig. Jetzt tue ich einfach noch mal kurz die Frühlingszwiebel dazu und werde die auch noch kurz mit andünsten. Dann kommen die halt auch gleich zu meinem Salat dazu. Zwiebel, Frühlingszwiebel sind soweit fertig. Die kommen jetzt auch mit in den Salat. Unsere Hähnchen-Innenfilets, beziehungsweise bei uns ist es ja heute Pute, ist schön hier in der Marinade drin. Die kommt dann gleich schön in die Pfanne und werden schön gebraten. Die Pfanne ist schön heiß und wir tun jetzt da schön einfach unser Fleisch hinein, bei uns jetzt Pute, aber eigentlich habe ich geschrieben Hähnchen-Innenfilets, die sind noch ein bisschen schöner als das Putenfleisch. Ich finde das Putenfleisch immer sehr fest. Ich habe noch hier eine Limette, da machen wir noch ein bisschen Schale von rein. Und natürlich auch noch ein bisschen Limettensaft. Der will jetzt hier heute nicht raus. Will die Limette für sich behalten, na gut. Dann soll es so sein. Dann vermengen wir das Ganze so ein bisschen. Ein schöner bunter Salat. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Sojasauce rein. Das reicht schon, weil der ist schon sehr salzig, unsere Sojasauce, die wir haben. Na dann, unser Salat fast fertig, ne? Richtig. Wir könnten im Grunde jetzt auch schon einmal kurz probieren. So, einmal kurz hier schön wenden. Das sieht aber schon klasse aus. Mit unserer Marinade, wo drin das jetzt auch schön angebraten worden ist. Das hat schon ein bisschen Schärfe. Schon klasse. Salat ist soweit fertig. Ich habe den eben schon einmal kurz probiert. Richtig genial. Ich habe noch ein bisschen Zitrone nachgemacht, damit ein bisschen mehr Säure da ist. Aber das kommt jetzt richtig gut. Ich tue die jetzt hier schon mal auf meinen Teller. Schön ein bunter Salat, schön fruchtig, schön mit der Avocado, die angebraten ist. Richtig lecker.
Und dann tue ich jetzt schön was von meinem Fleisch oben drüber. In der Anleitung habe ich geschrieben, ein Teil Fleisch in den Salat und ein Teil Fleisch oben drüber. Das habe ich jetzt heute nicht eingehalten, aber das kommt trotzdem genauso gut. So, voilà, unser Salat ist fertig. Ein super schneller, sehr würziger, feiner Salat, der ist entstanden, der uns irre viel Spaß bringt. Der ist mir vor ein paar Wochen mal irgendwie eingefangen. Da hatte ich so ein paar Salate gesehen und habe gedacht, also ein Salat mit Frucht. Wir haben ja schon mal einen Salat gemacht mit Gurke und Chili zusammen. Ich glaube, das haben wir gemacht, als wir unsere Hummer gemacht haben. Ja, ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre her. Genau. Das war ja auch schon so ein klasse Salat und auf der Basis haben wir das Ganze so ein bisschen verfeinert. Genau, das war's im Grunde. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Wenn ihr uns den Daumen da lasst, werdet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns. Und ja, dann war's das für heute. Wir sagen tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodblog-hamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.